Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen ganz besonderen Adventskalender und ich freue mich sehr, dass es dieses Jahr auch in Kooperation geschehen darf. Und zwar ist das der 24 Gute-Taten-Adventskalender. Das ist ein Adventskalender, mit dem man spendet und wo man einfach Freude schenken darf und ja, ihr seht es. Wenn ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen ein bisschen mehr darüber zu erfahren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe vor 2 Jahren diesen Adventskalender schon geöffnet, den hatte ich gekauft und mit den 24 Euro, die man dafür ausgibt, halt plus Versand, weil Versand ist Versand, ne, spendet man jeden Tag 1 Euro und jeden Tag kann man dann ein Kläppchen öffnen und sieht ganz genau, wo die Spende dann hingeht. Also wie gesagt, vor 2 Jahren habe ich ihn hier auf YouTube mit euch zusammen ausgepackt und das war im Raum von einem YouTuber, Influencer, Adventskalender irgendwie so. Und letztes Jahr hatte ich den immer im Hintergrund stehen und habe ihn dann immer für mich in der Adventszeit einfach geöffnet. Und dieses Jahr wurde ich von 24gutetaten.de angeschrieben, ob wir nicht eine Kooperation zusammen machen wollen. Im Prinzip geht es eigentlich um einen Insta-Post und den werde ich auch machen, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit, euch das hier auf YouTube auch zu zeigen. Denn ich zeige euch hier genug, was Kommerz und so ein Kram angeht. Aber sowas ist halt auch einfach mal ein Stück weit wichtig, ne? Genau, also, hier geht es einfach darum, dass 200 Organisationen sich darauf insgesamt beworben haben oder sogar mehr als 200 Organisationen an diesem Adventskalender teilnehmen zu dürfen. Und letztendlich wurden offensichtlich 24 ausgewählt, wo dann entsprechend auch die Spende hingeht. Das ist auch so ein ganz klassisches Produkt, was ich damals auch kennengelernt habe, als Unternehmensprodukt. Also quasi was Firmen so kaufen als Weihnachtsgeschenk für die Kunden zum Beispiel. Ne? Also da hat man, glaube ich, auch ein Budget von, ich weiß es nicht, 40 Euro oder so, was man ja steuerfrei an die Kunden als Weihnachtsgeschenk geben darf. Und da ist der Adventskalender einfach optimal. Den gibt es in deutscher Sprache und in englischer Sprache. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile auch andere Sprachen hinzugekommen sind. Und das ist einfach so eine herzliche Geschichte. Und als diejenige, die damals auch im Unternehmen die Weihnachtsgeschenke rausgeschickt hat, denn so habe ich ihn damals gefunden. Ich habe da einfach mal nach Alternativen gesucht, ne? Ist es super einfach, weil das wird halt in solchen, also der kommt so zusammengeklappt. Ich habe hier einen zweiten, den kann ich demnächst mal verschenken. Vielleicht kommt er in meine 20.000 Abonnentenverlosung. Vielleicht verschenke ich den aber auch tatsächlich an jemanden in der Familie oder so, ne? Und den kann man halt einfach in so einem Briefumschlag verschicken, ne? Das ist super, ja, ökologisch. Apropos ökologisch, das hier ist Graspapier. Da ist kein Baum für gefällt worden. Das finde ich halt auch so geil. Und ja, es ist einfach so ein Herzensding, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Und ich finde es einfach geil, dass ich da angeschrieben worden bin, ob wir da nicht zusammen was machen wollen, damit es einfach ein bisschen publiker wird. Ja, bitte gerne. Auf jeden Fall. Also sowas unterstütze ich doch. Ich hätte mir den so oder so geholt. Ich habe die 24gutetaten.de Website sowieso in meinen... Ach, ich heule. In meinen Favoriten auf meinem Laptop abgespeichert, damit ich halt immer zur Weihnachtszeit dort halt auch immer wieder schaue, ob die verfügbar sind. Und jetzt sind sie verfügbar seit dem 1. Oktober. Und ja, ne, da kann man sich gönnen. Okay, also auch falls ihr vielleicht für eine Firma eine Idee sucht, was man so an die Kunden verschenken kann, ist das eine ganz, ganz tolle und herzensgute Sache. Viele Firmen machen das ja zum Beispiel, dass sie auch sagen, ich habe da und da die Spende hingegeben und hier kann man den Kunden wirklich jeden Tag sagen, wohin die Spende gegangen ist. Das finde ich einfach cool. Und um euch zu zeigen, um welche Projekte es geht und welche ausgewählt worden sind, möchte ich diesen Adventskalender hier in diesem Video mit euch zusammen einmal öffnen. Ich habe ja tatsächlich auch so Moderationskärtchen noch in dem Briefumschlag gehabt, die ich aber eigentlich gar nicht so brauche, weil ich jetzt ja einfach aus dem Herzen erzähle und aus meiner Erfahrung. Also ich kann eigentlich nur sagen, alle Infos auf www.24gutetaten.de, ne? Also die anderen, wir gucken einfach mal durch, ne? Ich habe euch den auch in der Infobox verlinkt. So, wir starten hier einfach mal mit der Nummer 1 und ich mache die Kläppchen auch so wieder zu, dass ich sie in der Weihnachtszeit wieder öffnen kann, weil das ist echt... Oder ich stelle mir den so hin, kann ich auch machen, ne? Weil dekorativ ist er auch definitiv. Ja, am 1. Dezember werden 4,7 Kilogramm Grünfutter für Gorillas und Schimpansen in Kamerun gespendet. Und du hast hier halt auch immer so ein, ja, so ein kleines Bildchen dann mit drin, ne? Da ist dann so ein glücklicher Gorilla abgebildet und das finde ich einfach irgendwie... Es ist herzlich, oder? Und also, was mich persönlich halt so überrascht hat, als ich den
vor 2 Jahren das erste Mal ausgepackt habe, was man in manchen Regionen auf der Welt mit einem einzigen Euro machen kann. Also 4,7 Kilo Grünfutter muss man sich mal reinziehen. Das ist, also in Deutschland kriegst du da nicht so viel für, ne? Weiter geht es hier mit der Nummer 2. Ein Jahr Zugang zu sauberem Trinkwasser für ein Schulkind in Uganda. Ein Jahr, Leute. Ein Jahr. Am 3. Dezember spendet man 1 Euro für eine medizinische Versorgungsuntersuchung für ein Kind in Nepal. Krass. Also, ne, ihr hört jetzt sehr viel, wow, krass, ich kann das nicht glauben, aber so ist das halt, ne. Die Nummer 4, 5 Minuten Plastikmüll-Workshop für ein Kind in Deutschland, richtig geil. Der Tag vor Nikolaus, der 5. Dezember, 3 Tage Schulunterricht für ein Kind in Bangladesch. Die Nummer 6, Nikolaus, 30 Gramm Milchpulver für ein Baby in einem Flüchtlingslager in Griechenland. Krass, ja, das braucht man. Safe. Der 7. Dezember. Eine Woche Pflege für 5 gerettete Schildkröten in Madagaskar. Cool. Das finde ich auch echt cool. Der 8. Dezember. Darf machen, dass es kracht, sage ich ja so gerne, ne? 4 Stunden Berufsausbildung für eine Frau in Nigeria. Echt? Mit 1 Euro. Das ist Hammer. Über die Nummer 9 werden wir uns ganz besonders freuen. Ich kann es nicht lassen, es gehört einfach dazu. 2 Wochen Gemüse aus dem Schulgarten für ein Kind in Brasilien. Wow. Die Nummer 10. 20 Minuten Intensivpflege für ein frühgeborenes Kind in der Dominikanischen Republik Kongo. DR heißt Dominikanische Republik, glaube ich, ne? Krass. Der 11. Dezember. 8 Minuten Hilfe in der Ausbildung für Geflüchtete in Deutschland. Das ist schön. Also es sind halt auch wirklich Projekte in Deutschland mit dabei, was ich ziemlich krass finde, ehrlich gesagt. Ne? Weil wir sagen ja auch immer, wir sind ein erste Weltland und so weiter, aber hier werden auch echt Spenden benötigt. Ne? Die Nummer 12, die Halbzeit. Ein Baumsetzling zur Aufforstung in Zentralamerika. Ach, wie süß. Guck mal, also ich glaube, dass dann auch wirklich die Organisationen die Bilder auch zu dem Adventskalender halt hingeschickt haben, ne, zu 24gutetaten.de, damit es mit angedruckt werden kann. Und das finde ich sehr, sehr cool. So, was machen wir denn am 13. Dezember? 1 Minute Übersetzung beim Arzt für Geflüchtete in Deutschland. Also schon heftig, wie viele deutsche Projekte hier dieses Mal mit dabei sind, ne? Finde ich ein bisschen beängstigend. Die Nummer 14. 1 Quadratmeter Wald als gesicherter Lebensraum für Tiere in Deutschland. Echt? Und das macht man mit 1 Euro? Hammer. Die Nummer 15. 30 Minuten Betreuung für ein Mädchen im Schutzhaus in Sierra Leone. Okay. Man kann auch jeden Tag zu den einzelnen Projekten, wenn man bei 24gutetaten.de auf der Homepage schaut oder wenn man denen auf Instagram folgt, ne, da erklären die dann nochmal richtig intensiv was über diese einzelnen Projekte. Also da kann man nochmal tiefgründiger die Sachen erfahren, was das genau bedeutet, und man sieht da auch noch Bilder und so, und das finde ich richtig interessant. Habe ich auch letztes Jahr intensiv verfolgt. Die Nummer 16. 3 Minuten kochen für ein vielfältiges Zusammenleben in Deutschland. Ach, wie interessant. Der 17. Dezember. 4 Minuten Kreativtherapie für traumatisierte Geflüchtete in Deutschland. Hart, ja. Wir schauen mal in die 18 rein. 300 Gramm Saatgut für eine Familie in der Dominikanischen Republik Kongo. Wow. Die Nummer 19. 1 Minute Physiotherapie für ein Kind mit Behinderung im Libanon. Wow. Die Nummer 20. 1/2 Stunde Studium für eine junge Frau in Nicaragua. Okay. Die 21. 3 Tage Solarstrom für eine indigene Familie in Panama. Der 22. Dezember. 4 Minuten Beratung für eine Frau in Not in der Ukraine. Oh ja, da geht die Party auch echt politisch ab, Leute. Der Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. 5 Minuten Förderung für ein benachteiligtes Kind in Deutschland. Und die Nummer 24, Heiligabend. 1 Woche sauberes Trinkwasser und Seife für eine Familie im Jemen. 1 Woche!
eine Woche mit einem Euro für eine ganze Familie. Also, wir sollten, oder es steht auf den Kärtchen oder in der Beschreibung, dass man sich halt quasi ein Kläppchen raussucht, was man irgendwie am besten findet oder was unser Lieblingskläppchen ist. Das kann ich gar nicht sagen, muss ich ehrlich sagen jetzt hier, ne? Weil ich einfach sehe, das hier ist für mich von Anfang bis Ende ein so verdammt geiler, guter, durchdachter Adventskalender, wo man einfach mal mit 24 Euro so vielen Leuten helfen kann. So vielen Leuten, auf einen Schlag. Und das finde ich hardcore, ne? Man kann ja theoretisch halt auch super viele davon kaufen, also nicht nur als Firma, sondern auch als Privatperson und die dann verschenken. Natürlich kann man auch selbst befüllte, selbst gebastelte Adventskalender machen, aber sowas finde ich halt auch super schön, ne? Wenn man halt jemanden im Umfeld hat, der sowas zu schätzen weiß, dann ist das so ein tolles Geschenk. Und ja, ich finde das toll. Ich finde es richtig klasse. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Video hier auch ein paar Leute erreicht habe. Ja, und einfach vielleicht auch ein Stück weit zum Denken angeregt habe. Und ja, vielleicht habt ihr ja Bock, einfach euch das einfach mal zu holen. Und damit nicht nur ein schönes Deko-Element bei euch stehen zu haben, sondern auch einfach 24 gute Taten auf einen Schlag zu verrichten. Ich finde es einfach ziemlich cool, ne? Natürlich sollte man diese 24 guten Taten oder generell gute Taten nicht nur zur Weihnachtszeit machen. Das ist uns allen, glaube ich, bewusst. Es gibt ganzjährig Probleme auf der Welt. Es gibt ganzjährig Vögel, die draußen was zu essen haben möchten. Oder die Tafel, die immer wieder Nachschub braucht mit Versorgungspaketen, ne? Sei es mit Nahrung oder sei es auch mit Pflegeprodukten. Das ist halt so mein Ding, was ich halt ganzjährig mache. Und man tut, was man kann. Man tut einfach wirklich, also das ist so meine Einstellung, man tut, was man kann. Und wenn es einfach eine nette Geste ist, indem man einer alten Frau über die Straße hilft oder einfach mal die Einkaufstaschen zum Auto trägt oder sonst irgendwas, ne? Niemand ist ein Übermensch. Niemand hat jeden Tag einen guten Tag. Deswegen erwartet auch niemand, dass jeder immer jeden Tag irgendwas machen kann, will oder wie auch immer, ne? Aber vielleicht mal, ne? Nicht verkehrt. Und ich finde, sowas ist ein schöner Anreiz dafür. Und diese Projekte, die hier ja auch umgesetzt werden, sind dann ja auch ganzjährig gedacht. Das ist ja nicht nur dann alles konzentriert auf den jeweiligen Tag, sondern wir reden hier teilweise von einem Jahr, einer Woche, einem Monat, ne, wo diese Geschichten dann auch immer wirksam sind. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem 24 gute Taten Adventskalender. Ich habe euch da auch nochmal den Link in die Infobox reingesetzt, falls ihr Bock drauf habt, falls ihr euch dafür interessiert. Richtig geil wäre es natürlich, wenn das jetzt eine Firma sehen würde oder ihr für eine Firma arbeitet und man das halt, ne, weil das geht halt total klar, dass man sowas dann so als Firmengeschenk nehmen kann. Und ja, ich bin sehr gerührt von diesem Adventskalender, schon wieder und wie jedes Jahr aufs Neue, Leute, ich sag euch das. Und ja, das ist jetzt unser erstes Weihnachtsdeko-Element, was bei uns am Kamin stehen wird. Vielleicht, ja, hier im Hintergrund sieht man den nämlich gar nicht so gut, ne? Ich werde auf jeden Fall auf Instagram auch noch ein bisschen was zu erzählen und folgt mir da sehr gerne, falls ihr das noch nicht tut. Und ja, ich heiße AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Das sollte ich vielleicht mal sagen, ne? Und das ist auch nicht cool, wenn ich hier ständig meine Nase hochziehe. Deswegen, Schnupfen und gleichzeitig gerührt sein ist nicht gut zusammen. Ich beende dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!